Ihr wollt für euren grünen Smoothie nicht einmal extra in den Supermarkt fahren? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir zeigen euch heute, wie ihr auf kleinster Fläche alle nötigen Zutaten anbauen könnt. Grüne Smoothies sind ja super gesund und das wollen wir hier nachbauen. Was brauchen wir denn dafür so an Zutaten? Also damit er richtig gesund ist, ernten wir regionales, selbst angebautes Gemüse. Und ich habe hier erstmal eine Gurke mitgebracht. Das ist eine Mini-Gurke, also das werden nicht so lange Gurken, sondern diese kürzeren. Mhm. Dann habe ich den Grünkohl hier schon mitgebracht, ein paar Pflanzen. Mhm. Das ist ja ein echtes Superfood, weil es sehr viele Nährstoffe hat. Also mhm. auch top geeignet, um einen grünen Smoothie davon zu machen. Steht, glaube ich, auch auf jedem grünen Smoothie als Zutat drauf. Ja, das kann sein. Dann habe ich hier noch Mangold mitgebracht, der nicht nur gut ist für einen Smoothie, die Blätter, sondern auch schön aussieht. Mhm. Also ich habe es ja mal ganz gerne, wenn alles auch nicht nur nützlich, sondern schön aussieht. Und habe hier noch Kopfsalatpflanzen mitgebracht. Ja. Auch eine Grundzutat für grüne Smoothies. Und dann habe ich gedacht, um den Geschmack etwas aufzupeppen, pflanzen wir noch eine Zitronenmelisse dazu. Die schmeckt, hat ja so einen zitronigen Geschmack, die wird dem Ganzen noch ein bisschen Frische geben. Sehr schön. Und ich sehe, du hast auch noch ein paar Samen mitgebracht. Genau, Spinat ist auch super für einen Smoothie, den werden wir auch noch aussehen. Okay, das heißt, wir haben jetzt 6 Bestandteile, mhm. die in den Smoothie später sollen. Genau. Wie ordnen wir die jetzt am besten im Beet an? Also die Gurke müssen wir hier an den Zaun pflanzen. Das wird ja auch gleich eine Kletterhilfe sein. Dann kann die sich hier festhalten. Den Mangold, den können wir da in die Ecke pflanzen. Ja. Zitronenmelisse hier, die werden wir im Topf lassen, weil die auch dazu neigt, sehr üppig zu wachsen und zu wuchern. Deswegen pflanzen wir die mit dem Topf ein, hier in die Mitte. Dann setzen wir auf diese Seite den Grünkohl. Der wird ja auch ziemlich groß. Deswegen werden wir hier nur 4 Pflanzen hinsetzen. Den Spinat sehen wir hier vorne hin. Und auf die restliche Fläche verteilen wir den Salat. Salat okay. können wir immer nachpflanzen, wenn er abgeerntet ist. Mhm. Spinat könnten wir auch noch nachsehen, den ganzen Sommer über. Aber ich glaube, so sind wir erstmal ganz gut bestückt dann. Okay. Wir haben ja hier jetzt relativ viel Beetfläche und die Kästen hier unterteilen das ja ganz gut. Wie baut man das am besten auf, so ein kleines Beet? Also ich habe den ersten Aufsatz einfach auf die Erde gestellt, die habe ich vorher noch mal aufgelockert, den zweiten draufgestellt, hier den zweiten Rahmen und dann Pflanzerde eingefüllt. Das ist ja super schnell gemacht. Ja, also das hat den Vorteil, dass ich eben die Bodenverhältnisse 100% beeinflussen kann. Mhm. Wir könnten das alles auch ins Beet, ins Erdbeet pflanzen, aber hier haben wir ja noch was anderes vor. Darum, denke ich, ist dieser Kasten gut geeignet, auch als temporäres Beet. Also wenn wir zu dem Schluss kommen, wir wollen hier nächstes Jahr was anderes hinpflanzen, kann man es eben leicht wieder zurückbauen. Flexibel und an einer anderen Stelle wieder einsetzbar. Genau. Die Schnecken, die hier sicher aus dem Rasen kommen, aus dem Gras kommen, die haben es etwas schwerer, weil sie erstmal hochklettern müssen. Oder man schützt es eben noch mit so einem Kupferband, dass sie nicht überkriechen. Aber sie haben zumindest nicht so leichtes Spiel, als wenn es eben im Erdbeet steht. Okay, und für die Schnecken würden wir sozusagen ja das Beet beobachten und wenn wir feststellen, da sind Schnecken dran, dann können wir es immer noch schützen genau. und eingreifen. Weil hier stehen viele Sachen drin, die sie gerne fressen. Okay. Jetzt haben wir alle Pflanzen gesetzt. Mhm. Das heißt, die pflanzen wir jetzt erstmal ein? Genau. Ich habe auch noch ein bisschen Dünger mitgebracht. Also die Gurke zum Beispiel braucht zusätzlichen Dünger. Der Salat und auch der Spinat, den wir noch sehen, nicht. Mhm. Beim Mangold können wir ein bisschen einarbeiten und hier beim Grünkohl auch. Okay. Alle Zutaten für den grünen Smoothie sind jetzt in dem kleinen Beet hier untergebracht. Wie müssen wir das jetzt weiter bewirtschaften? Erstmal noch angießen, mhm. also gut angießen. Wenn es trocken ist, weiter gießen. Also die Gurke braucht relativ viel Wasser. Der Kohl auch, der muss regelmäßig gegossen werden.
wenn es nicht regnet. Und ansonsten warten wir wieder, bis wir es ernten können. Und uns unseren eigenen Grünsmoothie machen. Genau. Perfekt. Wie sich unser bepflanztes Smoothie-Beet entwickeln wird, das werdet ihr auf jeden Fall in unseren Shorts sehen. Das werden wir weiter begleiten. Und auch bei der Ernte werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und eine kleine Geschmacksprobe machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und wir sind bald wieder für euch. Natürlich im Garten. Bis dahin. Tschüss. Ciao.